Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Vurago und diese Therapie hier ist kostenlos. Genau. Wir sind hier bei Let's Play Borderlands 2 und sind gerade ziemlich am Arsch, weil wir keine Munition mehr haben. Deswegen werden wir mal gucken, ob wir Munition herbekommen. Und zwar ohne diese dämlichen Viecher zu wecken hier. So, ich hasse Thrasher. Genau deswegen hasse ich sie. So, weg mit ihm. Einer weniger. Aua, kannst du das mal lassen? Genau du, dich mag ich nicht. Einer will Fühler. Okay. Guck nochmal, die Kanone gewechselt kriegen hier. Weil sonst mal gleich ein mächtiges Problem, aber ich glaube, das haben wir schon. Wir sind nicht so gut wie tot. So, hoho. So, auf, weg hier, mit dir auch hier, los hier. Ah, halt. Du da bleibst mir vom Leib. Ich hab gesagt, vom Leib bleiben. Du nicht sprechen Deutsch? Ich auch. Besonders zum Munitionskaufen. So bereit, wie ich jetzt für Munitionskaufen bin, geht's ja gar nicht. Was ist das hier? Ach, schöne. In Feuerrad erhöhen bringt uns eigentlich so wirklich viel. Das, was wir uns wirklich brauchen, ist das, was es hier drinne gibt. Und da sehe ich schon das nächste Problem auf uns zukommen. Da sind rote Punkte. Naja. Da haben wir auch lustige Buckets gefunden gehabt. Da haben wir, da sind wir ja in den schicken Modus rein. Schön, dass wir da rauf müssen, aber da bringt uns nicht viel. Ah ja, sehe ja gerade, wir sind ja gestorben, haben wir ja. Ja, dadurch, dass wir gestorben sind, sind wir ja voll mit Material, sehe ich ja jetzt gerade mal. Vergesse ich immer, Alter. So, mal gucken. Hier ist aber eigentlich niemand, wahrscheinlich auch ein Bug. Oder die sind über uns. Ich tippe mal auf über uns. Schade, weil wir den dämlichen Fahrstuhl nicht aktiviert bekommen haben. Oh, ah, epische Kiste. Aber da ist leider auch letztendlich nicht so wirklich was Großes drinne. Die Schilder haben eindeutig weniger Kapazität als unserer. Da lohnt sich das einfach alles nicht. Ein bisschen Geld. Da ist schon wieder fast die Kosten für die Munition schon wieder fast drin. So. Einmal hier lang. Dann laufen wir unten mal ein bisschen rum. Und gucken wir, dass wir dann vielleicht noch zu der dritten Fahne kommen. Dann ist das auch geklärt. So. Mal gucken, wo wir da eigentlich hin müssen. Ein Blick auf die Map werfen. Ja, diese Richtung. Da werden wir wahrscheinlich uns da hinten durchkämpfen müssen. Da kommt schon wieder Freude auf. Einmal quer durch Wasser hier. Wissentlich, dass auch wieder die Freunde kommen hier. So, und du da hinten auch hier. Auch geklärt das Problem hier. Noch jemand? Nein, keiner da. Und hier werden wieder einige auf uns warten. Sag ich, und schon haben wir das Problem. Ich dich auch hier. Oh, da habe ich schon den Countdown gehört hier. Ja, unsichtbar machen ist super, weil ich verbiss mich. Genau deswegen. Das ist mir alles eine Nummer zu heiß hier. Oh. Missionsgegenstand. Was für ein Vollidiot. Jetzt gib mir mein Geld zurück. Aha. Haben wir nebenbei eine Quest für Markus gelöst. Mal gucken, ob wir hier wirklich Hardcore-Sniper können.
Fällt der um? Ja, der ist fast umgefallen. Interessant, wie Kekke die schießen. So, mal gucken. Der hat aber auch katzenartige Reflexe, mein Freund da. So, das war nochmal ein Headshot. So. Können wir langsam wieder vorrücken, dann sind wir wieder ein bisschen gesundet. So. Ah ja, ja, war ja noch eine. Ich vergaß ja. Oh. So, geht hier langsam mal durch. Ah, ja. Lass mal den Goyer in die Arbeit machen. So, solange der das da macht, können wir ja mal schon wechseln. Und zwar wechseln wir, holen wir jetzt mal die hier wieder raus, oder? Die ist auch super. Und weg mit dem. Da wird auch gleich ein sehr schlecht gelaunter Goyer hier auftauchen. No, da hinten haben wir ihn schon. Können wir das hier nehmen? So. So, eine Goyard in ätzend weniger. Der Opa Standard. So. Aber da hinten richtig rumsen die ganze Geschichte. Auch eine schöne Fernkampfwaffe. Wechsel mal dahin. So schön wäre das erste Zeug flammbar wäre. Gott, oh Gott. Interessant ist, wir kommen 3 Meter vorwärts und danach gehen wir 3 Meter wieder rückwärts. Eigentlich will ich ja... Oh, wo bist du denn da? Deckung. Alles klar. So, Medizin mit euch haben. Dankeschön. Okay, haben wir wieder irgendwo einen Zwerg. Seh du ihn noch nicht. Bloß bis jetzt gehört. Ah, da. Der hat auch Medik. Oh, der hat auch einen Sprengsatz dabei. Da oben bist du mein Freund, ja. So. Genau. Ich töte aber deine Kumpel trotzdem, weil die gehen mir auf den Sack. Und dann töte ich dich. Okay. Eigentlich will ich ja bloß ein paar Fähnchen hissen. Ist ja nicht so eine schwere Aufgabe. Da ist da oben das Inferno losgebrochen hier. So, auch erledigt. So langsam kriegen wir einen vollständigen Überblick über die Map.
Oh, 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 oh. Problem werden wohl eher die da oben dann sein. Um die mich dann irgendwie kümmern müsste. Und zwar in der Form wahrscheinlich. Okay. Erledigt. Also brennt's ja schon. Er hatte nur vergessen gehabt, umzufallen. So, und dann haben wir noch den Freund da hinten. Auf den habe ich auch keinen Bock. So. Bevor der irgendwelche falschen Fehler macht, habe ich lieber entsorgt. Ich denke mal, das wird das obere Ende vom Fahrstuhl sein hier. Oder? Ah, auf alle Fälle wird hier gespeichert. Ich denke mal. Auch mal super. Da kann man das schön flächendeckend einbombardieren hier. So, weg mit dir, mein Freund. Du auch dahin. Da hinten auch noch ein paar Freunde. Achso, Elektro ist auch noch hier. Oder nennen wir ihn. Wir taufen den einfach mal um in Volti. Achso. Achso, Volti ist auch noch da hier. So, dafür zur Theorie wirst du überleben. Oh, oh, das haben wir ja lange nicht gehabt hier. Iridium. Und fliegende Freunde haben wir auch lange nicht gehabt. Einfach nur vorhalten. Okay, Thrasher. So, solange ihr mit den Thrasher spielt, kann ich mit euch spielen, ja. Du nur nicht zu dich gehen. Okay, mal gucken hier. Alle nicht so super, dann muss ich mal die Waffe wechseln. Wobei die eigentlich auch ganz schick ist. Werden wir trotzdem die hier nehmen, weil einfach Korrosion hier. Also kommt besser bei den Freunden hier. Kommt definitiv besser bei den Freunden an. Einmal weniger, jetzt haben wir noch den nächsten fliegenden Freund hier. Schön, wenn er von mehreren Seiten auf die Nase kriegt hier. So, mein fliegender Freund da hinten. Okay, du kommst ja mit deinem Tentakel hier an. Das findest du cool. Alles. Out of Armor. Auch erledigt. So. Sind wir jetzt alle grün hier? Nein. Kommt wieder ein fliegender Freund hier. Okay, dann machen wir hier eins. Flinke Füße in diese Richtung hier. Ne, da fallen wir dann doch mal um. So wird das Ganze natürlich nichts werden. Gut. Wir werden uns ja auch nicht mehr den Arsch retten können. Ganz einfach.
wenn nichts da ist, auf was wir schießen können. Ist aber nicht so wild, weil diese Zeit ist rum, denn das war's heute mit unserem lustigen Let's Play Borderlands 2. Die Folge ein bisschen chaotisch, wir sind immer noch beim Flaggenhissen und irgendwie wird es ziemlich langsam in der Arbeit. Ein bisschen viele Goyards, alles waffentechnisch nicht so effizient wie gehofft. Wir halten uns hier mal in Deckung und lassen die einfach mal vor sich rumballern. Bis dahin habt noch Zeit für das hier. Das hier am Ende ist die Endcard, auch das schicken Endcard gibt es wie meine Videoempfehlung. Diesmal die Videoempfehlung, die Jump-Ausgabe, und zwar die letzte, die aktuell lief. Command & Conquer, Alarmstufe Rot 3 haben wir gespielt, alle drei Nationen durch, war ein Kampf am Ende gewesen, aber wir haben es doch durchgezogen und hatten am Ende dann doch den Triumph gehabt. Wenn es euch gefallen hat, dann solltet ihr den YouTube-Button euch angucken, damit abonniert ihr den Kanal, kommt zurück zum Kanal und könnt gucken, was sonst noch an Playlisten da ist. Super ist auch Social Media Kram, Google Plus, Facebook und Twitter. Gerade bei Twitter läuft eine ganze Menge an Infos. Solltet ihr auf alle Fälle mal reinschauen. Was haben wir noch Spannendes? Der Kommentarbereich unter den Videos. Nutzt ihn, schreibt mir nette Sachen rein. Ich schreibe zurück und dann habt ihr auch was zu lesen. Freut mich extrem, wenn ich da Kommentare finde. Freut mich auch über Daumen nach oben. Gebt mir ein Like. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach oben ist auch okay. Ich gehöre dazu. Ich kann damit umgehen, denn ich bin MacBurago. Und sag Servus und Ade.